Ja, servus liebe Kinderautoren, schön, dass ihr wieder mal bei mir reinschaut. Was soll man einem Kind, das gerne draußen in der Natur aktiv unterwegs ist, schenken? Vielleicht einen Fitness-Tracker oder ein Outdoor-Handy, wo es dann schöne Outdoor-Apps draufladen kann. Oder ein Tablet, ja, ein Outdoor-Tablet wäre auch was für ein Kind. Oder, und das meine ich jetzt ernsthaft, schenkt doch mal einem Kind ganz oldschool, ganz klassisch ein Buch. Ein Buch braucht keinen Internetanschluss, bei einem Buch können die Tech-Giganten nicht mitlesen. Bei einem Buch ploppt nicht plötzlich Werbung auf, bei einem Buch können sich plötzlich nicht Cookies anschleichen und so weiter und so fort. Deswegen schenkt doch einfach mal ein Buch her. Leider ist es mittlerweile so, ich lese ja einige Outdoor-Bücher für euch und stelle die in unseren Rezensionen dar, dass sich da wirklich manche Sachen tummeln, die schon erbärmlich sind. Besonders momentan ist so ein Geheimrezept der Verlage, ja, du schnappst dir irgendeine Influencerin, irgendeinen Influencer und der macht dann ganz, ganz authentische Outdoor-Fotos, hat von nichts eine Ahnung, hat dann immer diese penetranten Insta-Fotos und so weiter und so fort. Und den Inhalt dieser Bücher kannst du völlig ver... Ja, wenn wir mal einen Blick ins das Buch werfen, was ich schon wirklich sehr, sehr sympathisch finde, es ist einfach authentisch, das Ganze. Es sind nicht diese dämlichen Grinse-Katzen-Influencer-Hackfressen-Fotos, sondern es sind wirklich mal richtig schöne Bilder, wo drauf man sieht, die Kinder haben ja Freude, da ist nichts gestellt, da geht es nicht darum, irgendein Outdoor-Marke oder irgendein anderen Dödelzeug möglichst oft in die Kamera zu halten, der Bild dabei zu grinsen, sondern das Ganze ist wirklich stimmig und da ist für jedes Kind etwas dabei, wo du sagst, Mensch, da hat das Kind Freude dran, da will es was machen, das macht Spaß, wie hier zum Beispiel diesen Zunderbeutel bauen oder Buttermesser schnitzen. Und was eben ich so schön finde, hier wird wirklich alles, was man braucht für drinnen und draußen, den Kindern toll vermittelt, wie man ein Messer schleift, wie man richtig damit umgeht und auch vor allen Dingen sich respektvoll der Natur gegenüber verhält und sorgsam mit den natürlichen Ressourcen ist. Das finde ich eigentlich das Wichtigste und eine Kernaussage dieses Buches, nämlich respektvoll gegenüber der Natur zu sein. Das kommt bei diesen Influencern, Machwerken leider viel zu kurz. Die sehen das eher als ja, Staffage an, als lästig. Auf jeden Fall sind diese Influencer-Bücher oder besser gesagt Machwerke, ist eher zutreffender, haben genauso viel Inhalt wie diese Hohlkörper, diese Werbehohlkörper, nämlich 0,0. Anders ist wirklich dieses wunderbare Buch aus Großbritannien von Naomi Walmsley und Dan Restall. Beide sind in positiven Sinn Freaks. Kann man nicht anders sagen. Sie beschäftigen sich mit der Steinzeit, bieten Kurse an, versuchen selber aus, wie die Menschen in der Steinzeit gelebt haben und von den Werkzeugen, von den Bautechniken und so weiter und so fort, haben aber hier ein wirklich sehr, sehr ansprechendes Kinderbuch geschrieben, das im Hehl Verlag erschienen ist. Und zwar, ich finde schon den Aufbau sehr, sehr interessant. Sie haben nämlich das Ganze im Endeffekt dreigeteilt. Nämlich zum Sagen, der Natur gegenüber aufgeschlossen sein, das ist das Allerwichtigste, was ich den Influencern nicht unterstelle. Die fahren, weil man ist ja schließlich sparsam und Naturfreund, Greta und ich, fahren wir mit dem uralten Womo, das mehr Diesel, das mehr Schmieröl als Diesel braucht, fährt man durch die Lande, macht ein paar schöne Insta-Fotos, ja, aber mit Natur hat das alles nichts zu tun. Und wirklich in wenigen kurzen Worten schaffen die beiden das hier zu sagen, hey, versucht es einfach, die Natur nicht als Bedrohung zu sehen, sondern seid ihr offen gegenüber. Dann ein großes, langes Kapitel, Buschkraft, Nahrung in der Wildnis und Spiele. Was an dem Buch so authentisch ist, im Gegensatz zu dieser ganzen Influencer-Soße, die allermeisten Fotos sind von den Autoren selbst aufgenommen, was ich auch sehr positiv finde. Es sind wenige, sehr wenige Sachen drin, wo du sagst, naja, das haben wir irgendwie schon mal gelesen, das ist der alte Wein in neuen Schläuchen, sondern wirklich mal ganz neue, andere, interessante Dinge, die hier gebracht werden. Sehr fundiert zum Beispiel auch die Knotentechniken, die hier dargestellt werden, Schritt für Schritt,
gefällt mir wirklich sehr, sehr gut, wie das alles gemacht ist, dass auch Anfänger, die bisher nicht so mit Knoten bewandert waren, können da jetzt mal endlich Dinge festhalten. Und Knoten, wenn man wisst, ist nicht bloß beim Segeln und beim Bergsteigen und beim Klettern wichtig, sondern eben auch, wenn man Outdoor ist und zum Beispiel sich so eine Waldhütte bauen will. Ja, auch ein gutes Thema. Man sieht hier, das sind echte, authentische Kinder und auch der Dan, der hier den Kurs leitet, und die kommen ohne diese Bebilderung aus. Das ist oft auch so, wenn man nur einen netten Text hat. Nett ist die kleine Schwester von großer, genau. Da macht man gern solche Bildchen hinein, weil man selber nichts zu bieten hat. Und hier sieht man einfach wirklich Schritt für Schritt, wie dieses Autorenpaar hier die Sachen tatsächlich draußen mit Kindern in der Natur gebaut haben. Das finde ich schon mal ganz, ganz eine spannende, tolle und auch sympathische Sache. Auch wenn es ums Thema Feuer geht, wird hier klar gezeigt, was man damit alles Sinnvolles machen kann, worauf man aber beim Feuermachen auch aufpassen muss. Oder hier bei den Survival-Techniken, wie man Birkensaft abzapft, der ja recht süß ist, was die wenigsten wissen, gibt ja auch diesen Birkenzucker. Oder hier, wie man sich einen Wasserfilter selbst baut, gibt es übrigens auch auf Kinder-Outdoor-Film dazu, kleine Werbung nebenher. Oder eben, wenn man dann schon sein Camp hat, wie man sich eine Kordel schnüre selber aus Brennnessel fertigen kann, was beim sicheren Umgang mit dem Messer wichtig ist. Und im Gegensatz eben zu vielen anderen Autoren nicht dieses große Aufgeblasene, wo dann im Endeffekt nur Sachen rauskommen, die jeder schon wusste, sondern hier kommen wirklich Dinge raus, die neu sind und gut sind. Trage als Jacken, wenn mal was passiert ist. Also hier ist wirklich wenig zu kritisieren. Das Einzige, was ich nicht so ganz gelungen finde, meine Lieben, sind Bilder wie das hier. Ganz ehrlich, jetzt nicht nur wegen dem Krieg in der Ukraine oder um im verlogenen Kreml-Sprech zu bleiben, der militärischen Sonderoperation, sondern Kinder und Jugendliche gehören einfach nicht in Uniformen. Punkt. Und das sind Flecktarnuniformen der britischen Armee und tut mir echt leid, so gut wie das Buch ist, aber dieses Foto ist entbehrlich. Das muss nicht sein und das ist eigentlich der einzige Kritikpunkt, den ich an diesem wirklich sehr gelungenen, sehr liebenswerten, sehr guten Buch habe, eben dieses Militärfoto, das braucht es um Gottes Willen nicht. Ansonsten Öllampen, wie ihr selber Naturton herstellen könnt, welche Pflanzen essbar sind, wie ihr die verarbeiten könnt. Also es ist nicht nur für die ganz harten Outdoorer, für die Hardcore-Outdoorer gedacht oder die, die sich dafür halten, ich will jetzt ja niemanden nennen. Auf jeden Fall ist es wirklich sehr, sehr vielseitig, geht über das ganze Jahr hindurch und ihr lernt einfach wichtige Outdoor-Techniken, Feuermachen, Knotenkunde, also Lagerbau, alles, das ganze große oder kleine ABC, wie immer ihr wollt, lernt ihr hier bei mit diesem Buch über Wald. Dein grünes Abenteuer, ja, und das ist auf jeden Fall ein tolles Abenteuer. Da kann ich nur eins sagen, und das könnt ihr euch wahrscheinlich schon selbst denken, wie wird wohl mein Urteil darüber ausfallen von diesem Buch, das mich wirklich sehr begeistert hat, das sich sehr toll liest. Ganz klarer Fall von 6 möglichen Kompassen gibt es hier. Lieb gemeinte 6 Kompasse. Wie gesagt, der einzige Wermutstropfen, aber kleiner Wermutstropfen, dieses Tarn-Flecktarn-Foto, Kinder gewöhnliche Uniform, aber ansonsten ein wirklich gelungenes Buch. Ja. In dem Sinn, schaut euch rein auf kinderautor.de. Ihr wisst auf jeden Fall, welche Bücher ihr kaufen könnt, obwohl ihr besser die Finger davon lasst. Macht es gut und wir sehen uns draußen. Pfiat, servus, euer Uli.